hoher Besuch heute in Mannheim. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff ist zum Tag der Deutschen Einheit angereist. Herr Wulff, was bedeutet der Tag der Deutschen Einheit für Sie persönlich? Für mich natürlich große Freude. Das habe ich mir als junger Mensch nicht träumen lassen, dass wir die Wiedervereinigung tatsächlich erreichen würden. Heute aber auch Sorge, denn die Zufriedenheit ist nicht so groß wie die persönliche wirtschaftliche Lage, vor allem auch der Menschen in den neuen Bundesländern. Und darüber muss gesprochen werden, was wir tun können, um den Zusammenhalt unseres Landes, den Zusammenhalt der Gesellschaft wieder zu verbessern. Man hört es ja auch immer wieder, manchmal wird es ja noch ein bisschen kritisiert, Ost-West, da läuft nicht immer alles rund. Wie sehen Sie das persönlich? Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein bisschen zu überspitzt gesagt oder sind wir eigentlich doch schon eine Einheit geworden? Ich glaube zumindest, dass wir die große Lebensleistung der Menschen in der früheren DDR nicht ausreichend anerkannt haben. Denn deren Biografien sind durcheinander gewirbelt worden. Da galten bestimmte Abschlüsse nicht mehr, bestimmte berufliche Erfolge zählten nicht mehr. Die mussten sich völlig neu orientieren. Und ich denke, dass dafür mehr Anerkennung gut gewesen wäre. Die kann aber auch zum Teil noch nachgeholt werden, dass wir uns einfach versuchen, in die Lage zu versetzen und dann mehr Verständnis zu entwickeln. Sie wohnen ja in Niedersachsen. Wie gefällt es Ihnen denn hier im badischen Raum? Haben Sie schon Mannheim ein bisschen kennenlernen dürfen? Wir Niedersachsen waren ja mit der längsten innerdeutschen Grenze ausgestattet, deswegen besondere Profiteure der Einheit. Hier in dieser Region ist man Profiteur der europäischen Einigung, gerade dem Verhältnis zu Frankreich, zu den westlichen Nachbarn. Und man hat in der Stadt Mannheim ein enormes Gewicht auf Integrationspolitik sehr frühzeitig gelegt. Und hier klappt vieles, weil man sich angestrengt hat im Zusammenleben verschiedener Menschen, verschiedener Herkunft, verschiedener Religion. Also für mich ist Mannheim da immer wieder Vorbild. Und ein bisschen Sightseeing hier haben Sie auch schon gemacht. Bei den letzten Besuchen, und jetzt muss ich sagen, war ich noch nie im Schloss, soll eins der schönsten in Deutschland sein. Das schaue ich mir gleich genau an. Und dann geht es auch noch nach Heidelberg. Also ich war letzte Woche hier in Baden-Baden und Stuttgart. Bin gerade ein bisschen viel in Baden-Württemberg unterwegs, was ja auch zeigt, dass Baden-Württemberg für viele in Deutschland eine Art Vorbild, eine Art Benchmark ist. Hier klappt vieles. Das Tüftlertum, der Erfindungsreichtum, dieses aus Kleinen viel zu machen, weltweit Bedeutung zu erlangen, dafür stehen die Baden-Württemberger und das schaue ich mir immer gerne an. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.